Hey Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays. Und heute spielen wir weiter Battlefield 4. Wir spielen heute Battlefield 1. Und wir sind gerade hier in diesem mittendrin, in diesem Krieg stehen geblieben. Mit Flugzeug. Boah, ey. Ja, die treffen mich wieder. Die rammen mich, ey, die ganze Zeit. Ohne Witz. Ich suche mir ein Opfer. Ich glaube, der geht down. Ich muss mich ein bisschen drehen. So. Ich sehe nicht, wohin wir fliegen. Die Bomber kommen. Zack, der eine ist weg. Ja, wir werden geschossen. Ich muss reparieren. Komm. Alter, wie viel hier? Was geht hier ab? Alter, das wäre für mich nicht. Oh Mann. Ich schaffe das, festhalten. Hä? Wir wurden getroffen. Was passiert jetzt? Schwarzes Bildschirm. Oh Mann, nein. Warum schwarzes Bildschirm? Der Strom ist weg. Nein, kein Strom ist weg. Alles ist in Ordnung. Es wird irgendwas geladen. Der Vogel war hinüber. Er hatte seine Nase ins Niemandsland gebohrt. Einige hundert Meter von der Stelle entfernt, wo ich gelandet war. Wilson, der arme Kerl, war nicht mehr rausgekommen. Was? Für ihn. Ich hatte ganz andere Probleme. Wilmos ist tot, oder wie heißt er? Wilmos? Ja, wir haben gerade ein bisschen ein anderes Problem. Wir sind irgendwo im Niemandsland gelandet, wo noch feindliche Köderwaffen. Aber doch nicht hier. Doch. Ja. Wirf einen Köder. Hab ich. Na, geht er weg? Ja, der geht weg. Ich muss raus. Ich muss hier raus. Ja, Mann, eine Schaufel. Das beste Waffe. Ich kann schwören. Zack. Nee, du kannst nicht schwören. Schnell ins Lager. Hier, verstecken. Uiuiui, da hat einer gesehen. Da hat uns einer gesehen. Wo läuft er hin? Zack. So, wo müssen wir hin? Neues Einsatzziel. Ich kann nur so viel sagen. Ich habe kehre zu deinen eigenen Linien zurück. Okay, und wo sind die? Die Details tun nichts zur Sache. Wie auch immer. Sobald die Menschen erledigt waren, setzte ich meine Fähigkeiten ein und machte mich auf den Weg nach Westen zur britischen Front. Geräuschlos wie eine streunende Katze. Ja, genau, geräuschlos und wie eine streunende Katze. Ja, nicht klar. Ich guck noch ein bisschen hier nebenbei Kisten. Zwischen mir und der britischen Front lagen deutsche Schützengräben. Waffen. Deutsche Geschütze. Gut. Oh, und natürlich die Hälfte der Einwohner von Berlin, die alle Streit suchten. Was ist das? Warum lag da keine Waffe in die Kiste? Okay, wir können ein bisschen markieren.
ein paar Gegner markieren. Okay. Ja, ich werde versuchen, hier durchzukommen. Irgendwie. Ist der hier alleine? Sieht so aus. Sieht so aus, ob er alleine ist. Zack. Und keiner hat was gesehen. So. Was ist das? Mitnehmen. Was ist das Neue? Keine Schaufel mehr. Irgendeine Axt. So, Waffe. Das ist mit Schalldämpfer. Ja, man, sieht so aus. Kann ich hier was davon nehmen? Nee. Mitnehmen kann ich nichts. Okay, wenigstens eine Waffe habe ich. Hier ein bisschen gucken. Vielleicht irgendwo Codex-Eintrag oder so. Ich hock mich lieber hin. Nicht, dass jemand mich durch die Fenster sieht. Was ist das? Ein Sack. Jo. Gehen wir hier rein. Vielleicht gibt es hier irgendwas Gutes. Codex-Eintrag oder so. Nee. Hier ist nichts. Ich hab das alles hier so satt. Würden uns diese Bastarde nicht die Arbeit wegnehmen, hätte ich nicht zur Armee gehen müssen. Okay. Hier sind so viele Häuser. Und alle durchzusuchen und einen Codex-Eintrag oder so. Mein Glückstag. Die Briten hatten sich offenbar zu Tee und Gebäck zusammengesetzt, anstatt die Deutschen zu behaken. Trotzdem musste ich es bis zu unserer Seite der Front schaffen, bevor die Geschütze wieder das Feuer eröffneten. Oh, ich sehe kaum was. Oh. Ich glaube, hier gibt es nichts. Ups, runtergefallen. Zum Glück hat keinen gehört. Was gibt's hier Gutes? Nix. Ups. Das war keine gute Idee. Ups. Das ist nicht gut. Ja, auf jeden Fall. Ich verstecke mich auf jeden Fall. Obwohl ich nur 4 Kugeln habe. Ich nehme lieber diese Schalldämpfer. Hier kommt einer. Tja, nachladen kann ich nichts. Oh, je, je. Jetzt geht's ab. Wow, je, je, je. Jetzt geht's ab, bisschen Action. Hallo. So, wir müssen uns beeilen.
Ich laufe einfach durch, Augen zu und durch. Boah, jetzt kommen noch mehr Gegner bestimmt. Die Schützengräben waren randvoll mit den besten Männern des Kaisers. Aber hoffentlich rechneten sie mit Ärger nur aus der anderen Richtung. Ich renne einfach. Alter, ich renne einfach geradeaus. Ich renne einfach durch. Ei! Ich rasch einfach. Ich will zurück zu unserem Oh Mann. Ein Dutzend deutsche NGs in meinem Rücken veranlassten mich dazu, den Kopf einzuziehen. Ja, genau. Ich bin einfach durchgerusht, Alter. Flugzeug. Oh Mann, nee, ich bin einfach durchgerusht. Wilson lebt noch, das ist gut. Sofort. Ich komm nicht hoch. Oh oh. Scheiße. Oh oh. Hey, tut mir leid. Was tut mir leid? Jetzt sei doch leise. Und die Orden? Wir wollten Held sein. Ich bin kein Held. Aber du hast mir dein Wort gegeben. Dein verdammtes Wort. Entweder du bist ein anständiger Kerl und hilfst mir. Oder du bist ein verlogener Bastard. Der mich verdammt nochmal erlöst. Nee, wir sind kein Bastard. Wir lassen ihn nicht da liegen. Ich nehme ihn mit. Also, was ist jetzt? Leg die Karte auf den Tisch, Blackbar. Du bist nicht George Rickham, was? Sohn des vierten Earl of Windsor. Für wie naiv hältst du mich? Okay, hauen wir ab hier. Oh Mann. Ja, ich lasse eigentlich nie meine Freunde im Stich. So, wir müssen jetzt beeilen. Jetzt müssen wir wirklich rushen. Er hatte nur wenig Zeit, ihm Leben zurück. Das ist deine verdammte Schuld. Ja, das ist meine verdammte Schuld. Heute, Niemandsland. Siehst du sie? Komm, wir müssen raus hier. Was ist das? Sind das nur Deutschen? Boah. Nee, oder? Ducken. Ich will eigentlich nur hier raus. Unsere Kollegen retten. Boah, die schießen ja wirklich auf alles. Boah. Da ist unser Kollege. Ich muss schnell hinter diese Panzer. Licht. Ja, die haben mich gesehen. Ja, keine gute Deckung. Komm. Nein! Das war keine gute Deckung, ey. Habe ich mir schon gedacht, dass diese Scheinwerfer uns sieht und uns erledigt, ey. Oh Mann. Naja, manchmal passieren so Sachen, ey. Du läufst einfach. Jetzt von vorne oder was? Oh je. Yeah. Alles klar. Der Junge hatte viel Blut verloren. Er hatte nur wenig Zeit. Das ist deine verdammte Schuld. Ja, das haben wir schon alles gehört. Das ist meine Schuld. Siehst du sie? Die Deutschen sind nicht dafür bekannt, dass sie aufgeben. Wir taten alles, um uns zu kriegen.
So, wir müssen jetzt vorsichtiger rangehen. Reicht den Suchscheinwerfer aus. MGs orientieren sich an ihnen. Die schießen auf alles. Okay, wir haben uns kurz versteckt. Wir müssen aufpassen, dass diese Lichter uns nicht sehen. So, jetzt laufen. Wenigstens bis zum nächsten. Hier, bis zum Panzer. Kurz abwarten, weil ich glaube, da kommt gleich dieser Scheinwerfer. Ja, genau. Da kommt diese Licht. Abwarten. Unsere Jungs werden denken, wir sind Deutsche. Abwarten. Okay, Licht weg. Laufen. Ja, zu zweit ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, wohin ich laufe. Ich verstecke mich kurz. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Ich bewege mich nicht. Oh Mann. Mein Herz klopft gerade wirklich, ey. Ich denke ganz hinein. Der Licht kommt. Aber nicht zu uns. Wir sind fast zu Hause. Jawohl. Wenigstens in diese Grab. Wir haben es geschafft. Ja, Mann. Ich denke mal, wir haben es geschafft. Ja, das ist unsere. Jawohl, wir haben es geschafft. Yo, ich habe ihn rausgebracht, ey, Mann. Wilson hat mich einen verlogenen, nichtsnutzigen Mistkerl genannt. Ich habe ihn gerettet, weil er wahrscheinlich recht hat. Und diesen Umstand hasse ich mehr als alles andere. Er hat den Mann durchs Niemandsland getragen? Der Kerl ist ein verdammter Held! Nein, er ist nichts dergleichen. Er ist ein Betrüger, ein Dieb und ein Lügner. Und er wird für seine Verbrechen bezahlen. Das wirst du, Blackburn. Und jetzt werde ich noch verhaftet, Herr Nikla. Krasse Sache. Jetzt haben die mich noch verhaftet. Geht wieder heim, was? Ich sag für dich aus, hörst du? Vor dem Kriegsgericht. Das könnte vielleicht helfen. Kaum, aber danke. Wow, wir werden angegriffen. Ich mach's. Rackham, lass mich helfen. Du verdienst es nicht zu fliegen. Yo. Wilson, wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben. Jawohl, Wilson, komm schon. Wir ziehen das durch. Ja, Mann, auf jeden Fall, wir ziehen das durch. Ich hab dich im Stich nicht gelassen. Jetzt würde ich auch dich nicht im Stich lassen. Keine Chance. Komm schon. Jo, wir starten jetzt nochmal im Flugzeug.
Okay, liebe Freunde, bevor wir weiter kämpfen hier im Flugzeug und werden London retten, ich würde jetzt mal eine kurze Pause machen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, schreibt mir bitte in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Abonnieren und liken nicht vergessen und bis zum nächsten Mal beim Petrovic Let's Plays. Tschüss.